schön. Ich freue mich. Ganz viele freuen sich. Ihr seid noch skeptisch, ne? Ihr habt gar nicht geklatscht. Am Anfang immer. Aber es war eine super Stimme. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Sascha Korf. Ich bin 42 Jahre alt. Ich komme aus Köln. Ich bin alleinstehend. Künstler. Lebe in der Innenstadt. Was heißt das? Mann, Kölner, Innenstadt, Künstler. Das heißt? Schwul. Das stimmt leider. Aber ich kann nichts dafür, wenn man als Mann nach Köln zieht, wird man zwangshomosexualisiert. Ich komme aus Paderborn. Ich kam nach Köln mit offenen Armen. Und kaum, dass ich den Rhein überquerte, knickten mir die Handgelenke weg. Okay, bist du dabei? Ich mache eine kleine Proberunde, ja? Die hat noch nichts mit eurem Tag zu tun, okay? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heute Abend in Bregenz. Nein, wir könnten vielleicht in Linz sein. Wir sind heute in Wien. Und zwar am Raimundtheater. Nein, im Schmähstadel. Und wir sehen jetzt auf der Bühne die Geschichte von René und Angie. Und ich schwöre, es ist eine sehr erotische Geschichte. Boah, habe ich gestern Abend gesoffen. Nein, nein. Ich musste so lange drüber nachdenken, weil ich schon sehr viel trinke sonst immer. Ja, ich bin immer am Trinken normalerweise. Ich trinke nie Alkohol, niemals. Manchmal trinke ich sehr wenig Alkohol. Sehr wenig. Ich trinke so mittelmäßig Alkohol, natürlich. Ich wohne ja hier in einer 8-Zimmer-Altbauwohnung. Die konnte ich mir dann nicht mehr leisten, also bin ich in eine 6-Zimmer-Wohnung gezogen. Da habe ich gedacht, eine 4-Zimmer-Wohnung reicht auch. Oder eine 2-Zimmer-Wohnung. Und selbst die bezahlen mir meine Eltern. Nein, man zahlt es selber. Ich bezahle das selber. Ja, ich weiß. Ich gehe ja arbeiten. Ja. Dann gehe ich mal in den Verkaufsraum. Ja, hier werden Sachen verkauft. Ich verkaufe die Sachen. Natürlich, ich bringe die Sachen auch zu den Leuten hin. Die kommen rein, setzen sich hin. Nach 16 Uhr arbeiten, das kann doch nur Gastronomie sein. Natürlich! Sie sind sehr attraktiv. Sie sind sehr interessant. Gott, sind Sie hässlich! Ich darf das nicht sagen, ich arbeite hier, ich beobachte und bemerke, dass Sie toll sind, sage es aber nicht. Weil ich sie sehr sexy finde. Sie guckt mich die ganze Zeit schon so geil an, die Süße. Ja! Ich werde sie fragen, ob sie später noch was mit mir trinken möchte. Ich werde fragen, ob sie noch mit zu mir nach Hause kommt. Ich werde zu ihr nach Hause gehen. Gib mir bitte deine Telefonnummer. Wir werden in Kontakt, wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, irgendwann schon, ne? Ich sitze ja hier. Und dann werden wir zusammenkommen. Wir werden zusammenkommen. Ja, klingeln. Wir werden ein super geiles Paar werden. Das war der schönste Tag in deinem Leben. Sehr geil.